richtig gelesen. Wir werden heute einfach mal Stumble Guys 2 zocken. Denn vor einiger Zeit gab es eine Beta im Steam Shop. Diese habe ich mir runtergeladen. Nur das Ding ist, das Ganze ist jetzt wieder offline. Es wurde einfach gelöscht. Und deshalb kommt dieses Video auch jetzt, Leute. Wie gesagt, das Ganze war nur eine Beta. Also macht euch da am besten euer eigenes Bild. Ist das wirklich Stumble Guys 2? Für mich sah es abnormal ähnlich aus. Aber ich fand auch, es war echt brutal. Aber ja, Leute, wie gesagt, schreibt nach dem Video unbedingt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Und ansonsten lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert auch gerne den Kanal. Und jetzt, Leute, ganz viel Spaß mit dem Video. Wir fangen an. Let's go. So, Leute, da bin ich. Ihr seht schon, ich bin hier im Spiel drin. Und ja, es wirkt auf den ersten Blick vielleicht nicht so besonders und noch relativ uninteressant vielleicht. Es sieht nicht spektakulär aus. Man könnte denken, irgend so ein billiges Spiel mit 3-Sterne-Bewertung. Aber Leute, das Spiel hat es in sich. Also, das Ganze ist, kann man schon fast sagen, ein Konzept für Stumble Guys 2. Und ich möchte, dass ihr bitte gleich mal nach dem Video eure Meinung in die Kommentare schreibt, was ihr dazu sagt. Denn dieses Spiel, muss ich ehrlich sagen, ich habe schon einen Trailer gesehen. Und was ich da gesehen habe, erstens sehr krass, aber auch gleichzeitig sehr brutal. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn das Stumble Guys 2 so rauskommt, dass es durchaus ab 16 oder ab 18 sein wird, weil es echt sehr brutal aussah. Aber egal, ich würde sagen, wir labern nicht viel, wir schauen uns das Ganze mal an. Also man kann auf jeden Fall hier in die Einstellungen gehen, ein paar Sachen einstellen auf jeden Fall. Und auch hier, ja, sein Skin customizen. Also es gibt hier auf jeden Fall auch so ganz viele, ganz viele Anpassungsmöglichkeiten, was ich schon mal richtig cool finde. Also ihr seht, man kann sein Skin hier so individuell anpassen mit so Sachen, aber dafür braucht man solche B-Bugs, nennt sich das hier tatsächlich. Und ja, ansonsten gibt es auch hier noch verschiedene Hauttöne, aber das ist, denke ich, erstmal uninteressant. Wir bleiben erstmal hierbei. Und ja, ansonsten, ich habe hier gerade ein bisschen Cash, so wie es aussieht. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel das hier kaufen, ne? Oder das hier. Komm, wir kaufen uns das einfach mal. Und jetzt haben wir uns das hier quasi gekauft. Jetzt haben wir hier quasi schon mal unseren ersten Skin, beziehungsweise unser erstes Oberteil. So, jetzt würde ich aber sagen, wir labern nicht viel. Wir gehen einfach mal rein in die erste Runde. Und zack, wir starten das Ganze mal. Okay, wir spawnen jetzt hier auf so einer Treppe, sehen auch andere Spieler. Und, ah, jetzt ist hier schon eine Map-Auswahl. Die sieht auch voll cool aus. Es gibt hier, glaube ich, voll viele neue Modis und... Lol, okay, wir haben jetzt hier das erste Match quasi. Run, Bomb, Run heißt es. Be among the first finishers to get qualified. Okay, also ihr müsst jetzt anscheinend hier irgendwie ins Ziel kommen. Und oha, die Grafik sieht voll cool aus. Und sieht voll witzig auch alles aus. Man kann hier auch so double jumpen irgendwie so und... Hä? Warte mal, ey! Was ist das denn? Bro, ich habe nur noch ein Bein und ein Arm. Wie brutal ist das denn? Was geht denn jetzt ab? Junge, was? Oh mein Gott, ist das brutal. Lol. Leute, ich kann auch Leute so festhalten, sehe ich gerade. Habt ihr das auch gerade gesehen? Man kann irgendwie so Leute festhalten. Oder wie brutal ist denn das? Das ist ja übelst brutal. Ach du Kacke, ist das brutal. Oh mein Gott. Aber okay, wir haben schon den nächsten Checkpoint hier auf jeden Fall. Okay, ich komme auch so Kugeln von runter. Oh mein Gott, aber die Grafik ist an sich voll cool. Man kann auch Leute so festhalten irgendwie. Guck mal, hier. Oh mein Gott, ey, ich wurde voll weit weggeschlagen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, ich will hier jemanden festhalten. Das geht irgendwie. Hier, guck mal, ich kann Leute einfach so schubsen oder so. Das ist ja voll funny. Und Digga, ich habe nur noch ein Bein wieder. Bruder, ich renne hier mit einem Bein rum, Bro. Das ist geisteskrank brutal. Wie, ich muss irgendwie jetzt hier durchkommen. Oh mein Gott, komm schon, renn. Renn. Es sind schon 3 Leute qualifiziert. 4 Leute, nein. Checkpoint, komm schon, ich muss. Nein, 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 nein. Nein. Ich muss. Ins Ziel, ja. Oh mein Gott, wir sind qualifiziert, Digga. Oh mein Gott, aber Bro. Wie brutal ist denn Stumble Guys 2, bitte? Aber okay, wir sind jetzt qualifiziert. Wir müssen jetzt hier aufs nächste Game warten. Okay, so, okay, die sind jetzt anscheinend raus. Okay, Map-Auswahl lädt wieder. Ich bin gespannt, was unser nächstes Match sein wird. Und, okay, was haben wir hier? Das sieht... Lol, was ist das denn? Hier muss man, glaube ich, so Kanonen einsammeln und mit denen rumschießen. Digga, das sind echt geile Modis hier in Stumble Guys 2. Und die Grafik ist auch voll cool. Schau mal, jetzt habe ich so eine Kanone hier. Oh mein Gott, jetzt muss ich die so abschießen mit so einer Kanone. Hä? Das ist voll cool. Ehrlich, das ist gar nicht mal so kacke. Das ist ehrlich cool, Leute. Hä, ich finde das ehrlich cool gerade. Ich feiere das, diesen Modus. Ich muss mit so einer Kanone hier so rumrennen und hier so rumschießen. Batz, batz. Digga, ich brauche eine neue Kanone. Da ist eine Kanone. Batz und schießen. Zack, 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 zack. Oh mein Gott, ich schieße einfach hier alles kaputt. Oh nein. Ich bin gerade rechts. Ihr seht, ich bin gerade Dritter. Ich habe so 2 Kills, glaube ich. Und oh mein Gott, nein. Nein, ich brauche die Kanone. Meine Kanone, gib mir meine Kanone. Ich habe die Kanone. Batz, 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 batz. Bruder, können wir kurz drüber reden, wie brutal das ist mit diesem Blut und so.
Also schreibt gerne mal in die Kommentare rein, was ihr dazu sagt, aber also ich finde es echt fast ein bisschen zu brutal so. Also es ist zwar lustig, aber jetzt so für so relativ jüngere Leute, glaube ich, ist es nicht so, ich weiß nicht. Also ich finde es halt schon ziemlich brutal. Also schreibt da bitte mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu sagt, dass es so brutal ist, aber Digga, ich finde es schon echt fast ein bisschen zu brutal. Ich darf auf jeden Fall nicht rausfliegen jetzt. Ich brauche noch ein paar Kills. Batz, 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 batz. Nächster Kill. Kanone einsammeln. Und der nächste. Komm, wo ist der nächste? Wer will Stress? Batz, 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 batz. Digga, oh mein Gott, das ist so geil. Ich bin Zweiter jetzt. Okay. Komm. Wir müssen uns qualifizieren. Meine Kanone, nein. Nein, lass mich. Ich will nicht sterben. Oh mein Gott, nein. Ich bin wieder gestorben. Komm her, ich halte dich fest. Batz. Ich will einmal so richtig einen so festhalten. Kanone, Kanone. Okay, da ist eine Kanone, die... Nein, er hat die zuerst. Warum hat er die zuerst? Ja, ich habe sie ihm weggeklaut. Er hat sie mir wieder geklaut. Ich habe ihn wieder geklaut. Und komm, Batz, nimm das, nimm das, nimm das. Oh mein Gott. Ey, aber wir sind qualifiziert, Leute. Oh mein Gott, was geht da ab, Bro? Okay. Stage completed steht da. Okay, anscheinend geht's jetzt ins Finale, nehme ich mal an. Okay, Map-Auswahl lädt wieder, ihr seht es, Leute. Aber ich finde es an sich cool, es sind viele neue Maps dabei. Was ist das? Darts. Lol. Ah, ich muss auf so eine Dartscheibe diese Punkte sammeln. Hä, das ist ja... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey, was war das denn für ein Fail? Oh mein Gott, das ist ja voll nice. Lol. Ich muss hier so Punkte sammeln, indem ich gegen so eine Dartscheibe springe. Digga, ich finde das echt nice, aber irgendwie bin ich gerade Letzter. Aber okay, jetzt komm, wir fliegen. Flieg. Ey, Bruder, das ist voll schwer, ja? Warum haben die alle schon so viele Punkte? Oh mein Gott! Digga, ich habe nur 10 Punkte gerade mal mitgenommen. Oh mein Gott, komm schon, komm schon. Batz und bam. Hä? Also vom Prinzip echt nice. Sind so ganz viele neue Modis dabei. Das finde ich richtig geil gerade. Und, okay, 80 Punkte wichtig. Wir dürfen auf keinen Fall hier rausfliegen jetzt hier. Komm, zack, 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 komm. Boah, ach, 70 Punkte nochmal mitgenommen. Hier, ich habe den Dreh raus. Wir müssen so gerade fliegen und irgendwie so... Oh mein Gott. Okay, ey, wir dürfen nicht rausfliegen hier. Komm schon. Oh, oh, die 100, die 100, die 100. Komm schon, die 100, die 100, die 100. Ah, 90. Ich habe direkt so zweimal Punkte eingesammelt, glaube ich. Habt ihr das gesehen? Komm direkt nochmal hier. Bats. Okay, 20 können besser sein, aber... Komm schon, jetzt. Jetzt nochmal in die 100, in die 100, in die 100. Oh, egal, egal. Oh, wir gehen, wir holen auf. Wir holen auf, Leute. Wir holen auf. Okay, wir fliegen und Bats. Ey, aber der Modus ist echt geil. Das müssten die auch mal ins normale Stumblegeist reinmachen, ehrlich. Hä, voll geil. Okay, jetzt hier, komm nochmal, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Digga, es werden ja zweite Platz einfach so 200 Punkte mehr als ich hat, Bro. Was? Digga, komm schon, gute Punkte mitnehmen. Nochmal so 50 Punkte, nimm mal mit. Wir müssen jetzt mal so kurz noch vielleicht so die 100 hitten. Oh, das können die 100 werden. 100, 100. Ja, nur 80, egal. Komm schon, das schaffen wir, das schaffen wir. Ich glaube an uns. Oh nein! Wir haben nur noch... Oh nein, komm schon, einen schaffen wir noch. Einen schaffen wir noch, komm schon, einen schnellen. Batz! 50, aber... Digga, wir sind so weit hinten, oh mein Gott. Nein, wir sind eliminiert, oh Mann. Ey, aber Stumblegeist 2, also das ist ja wie so ein Konzept, sage ich mal, bisher. Aber ist ein bisschen brutal, aber die Modis an sich sind nicht schlecht. Und wir haben ja auch gleich wieder so ein neues Cash bekommen. Vielleicht können wir uns so einen neuen Gegenstand kaufen. Wir schauen mal. Aber es kostet alles, ich glaube 1500 geht das alles los, ne? Wobei, wir können uns so ein Ei hier kaufen. Komm, wir kaufen uns so ein Ei. Ah ne, das kostet 1800, nicht 800. Oh. Wir brauchen noch so mindestens 100, dann können wir uns was kaufen. Wobei, ne, wir können uns die Hose hier kaufen. Komm, wir kaufen uns die Hose hier. Batz! Und gekauft. Okay. Sehr geil. Okay, komm, dann gehen wir rein in die nächste Runde. Digga. Nächste Runde startet. Wir sind hier wieder auf der Treppe. Ansonsten schreibt gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr das Spiel vielleicht okay findet, ob ihr es nice findet, ob ihr es vielleicht zu brutal findet. Würde mich echt mal interessieren, ob ihr euch wünschen würdet, dass Stumblegeist 2 wirklich so offiziell rauskommt, weil das könnte, ist ja ein Konzept. Also es wird auf jeden Fall irgendwann global released. So viel steht fest. Ansonsten ist auf der neuen Map. Was ist das denn? Wir müssen hier irgendwie so runterrutschen. Das ist irgendwie so icy heights, nur ein riesig und noch irgendwie viel cooler. Das ist voll geil eigentlich. Oh mein Gott. Hä, wo muss ich lang? Darüber. Pfeil sagt darüber. Okay, ich muss darüber. Hä? Bro, wo muss ich denn lang? Hallo? Wo muss ich lang? Ey! Wo muss ich denn lang? Hä, warum bin ich jetzt tot? Hä? Ich verstehe das nicht. Warum war ich jetzt auf einmal tot? Huh? Okay, aber, okay, wir müssen jetzt nochmal, wir machen jetzt nochmal rechts lang hier. Batz. Batz. Ansonsten unten lang hier. Batz. Wo? Jetzt? Ja, 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 ja. Ja, ja. Nein. Oh mein Gott, ich habe meinen Arm verloren. Egal, wir schaffen das. Auch ohne Arm. Auch ohne Arm schaffen wir das. Digga, oh mein Gott. Es sind schon 4 Leute qualifiziert. Oh mein Gott, wo fliege ich denn lang? Ey! Hör, ich bin tot. Bruder, ey, das ist voll schwer, diese Map. Hä?
Man darf irgendwie nicht so zu weit fliegen, sonst stirbt man irgendwie an Fallschaden. Oh nein, ich bin eliminiert. Ey, wie unlucky. Aber voll die geilen Maps eigentlich. Komm, ich will direkt noch eine Runde machen. Okay, Map aus, mal lädt wieder. Ich bin echt gespannt, was wir als nächstes kriegen. Komm schon, es gibt doch irgendwie so krasses Lava, dann habe ich gesehen. Was ist das denn? Irgendwas mit Chicken. Hä? Oh mein Gott, was ist das denn? Man muss hier irgendwie so komisch nach... Digga, ach so, jetzt verstehe ich. Man wird so zurückgebaut. Man muss irgendwie so nach oben laufen. Digga, oh mein Gott. Ey! Ich habe schon wieder ein Bein und einen Arm verloren. Hallo? Digga, was ist das? Ich fliege jetzt in irgendwelche Körperteile. Hey, komm schon. Ich darf nicht noch was verlieren. Ja, das sieht gut aus. Nein! Ey, ich war doch fast... Oh mein Gott, ich war fast oben. Ich muss jetzt jemanden festhalten. Ich ziehe jetzt jemanden runter. Pass auf, komm her. Komm her. Ja, ich habe ihn nach hinten gezogen. Das ist ja voll geil. Ey, aber die ersten sind schon qualifiziert, Digga. Ich will auch qualifizieren. Ey, hallo. Bruder, ich war doch schon fast im Ziel. Oh mein Gott. Ey! Ich würde irgendein Küken ist explodiert und hat mich hochgejagt. Digga, das kann doch nicht sein. Bruder, ich fliege jetzt in irgendwelche Arme und irgendwelche Beine und... Digga, nein. Ey, komm schon. Ich will ja wenigstens einen Sieg holen. Einer kann noch qualifizieren. Mann! Okay, die Map-Auswahl lädt wieder, meine Freunde. Ich will jetzt noch irgendeine neue Map mal testen. Und, okay, warte mal. Okay, Run-Bomb hatten wir zwar schon, aber ich spiele das trotzdem mal kurz. Weil, das Ding ist, ich glaube, es gibt auch manche Maps, die kann man nur so im Finale bekommen oder ein Halbfinale, wie ein Stumbleguys auch. Ansonsten, ich guck mal, dass ich mich jetzt irgendwie schnell durchmogel, Digga. Digga, das ist auch wieder... Boah, das ist wieder alles... Ey, ich habe schon wieder irgendwelche Beine verloren, Digga. Was ist denn das? Bruder, ich habe nur noch ein Bein schon wieder. Ich humpe hier mit so einem Bein rum. Das kannst du doch keinem erzählen, Bruder. Ey! Ich will jetzt jemanden festhalten. Ey, komm schon! Renn! Renn in dein Leben! Ja! Ja! Oh mein Gott! Ey, wir sind gut dabei, Leute, hier. Batz, komm schon! Batz! Da drauf! Jetzt auf den! Batz! Und den hier festhalten. Oh nein! Ey! Ich habe einen Arm verloren, egal. Wir haben noch einen anderen Arm. Komm schon! Jetzt hier ja nicht getroffen werden. Ja, ja. Oh, wir sind gut! Wir sind sehr gut. Leute, let's go. Ja. Checkpoint. Und jetzt hier ins Ziel. Batsch, ich bin der Erste im Ziel. Was wollt ihr, Junge? Ich bin der Beste. Let's go. Digga, dieses Stumbleguys 2 bockt eigentlich richtig. Ey, komm. Ich will direkt rein ins Halbfinale. Okay, die Map-Auswahl lädt hier wieder. Ey, komm schon, jetzt was Neues. Und wieder dieses komische Chicken. Ich will jetzt mal irgendein neues Spiel haben. Okay, Leute, ich spiele das jetzt kurz für euch einfach. In der Hoffnung, dass ich mich qualifiziere und dann sehen wir uns im Finale. Okay, Map-Auswahl lädt jetzt, meine Freunde. Okay. Und wir haben Color Floor bekommen. Was ist das? Das ist auch irgendein neuer Modus. Paint the floor with your color. Ah, das ist ein cooler Modus. Man muss quasi jetzt versuchen, mit seiner Farbe, mit seiner Farbe hier einzudecken. Das heißt, einfach jetzt hier drüber laufen und versuchen, so viel wie möglich, wie jetzt hier in dem Fall mit meiner Farbe gelb, ja, hier, ich sag mal, zu verteilen. Deswegen laufen wir einfach mal hier lang. Und machen hier einfach alles mit unserer Farbe. Wir sind ja auch gerade hier Platz 1, sehe ich gerade. Total easy. Hier, laufen wir einfach auf ganz entspannt und decken hier einfach alles mit unserer Farbe ein. Hier auch hier oben, hier die Farbe. Okay, die kann man irgendwie nicht machen. Aber egal, hier, Batz. Okay, noch sind wir Platz 1. Oh nein, ich habe den Kopf verloren, ey. Ich renne hier ohne Kopf rum, hallo. Ey. Ey, wir sind auch hier gerade richtig easy Platz 1. Guckt euch das an. Hier mit sehr großem Abstand sogar hier. Hier alles mit Farbe gelb. Hier, alles gelb. Gelb ist der König. Ich will ja alles gelb haben. Oh mein Gott, wir haben so viel Geld. Wir haben so viel Gelb gerade. Das ist echt gut. Ey, der eine will ja alles schwarz machen gerade. Das geht so gar nicht. Ey, wir müssen das noch 15 Sekunden halten. Komm schon. Der jetzt gefühlt alles gelb. Junge, hä? Was machen denn meine Gegner? Hier ist halt alles gelb, Digga. Ich bin voll gut unterwegs hier. Digga, guck dich das an. Easy win, Digga. Bats, let's go. Und da ist der nächste Modus auch geschafft. Und somit geht's jetzt rein ins Finale. Let's go. Nee, lol. Warte mal. Hä, ich hab gewonnen. Lol, das ist ein Win. Oh mein Gott, ich hab 1500 Cash bekommen. Das war einfach ein Sieg sogar. Und man wird jetzt für Siege sogar hier so mit Cash belohnt quasi. Jetzt können wir hier erstmal in Customize reingehen. Und jetzt kaufe ich mir erstmal, ich will jetzt noch irgendeinen coolen Helm haben. Digga, was ist das denn? Tschüss. Ich will... Boah, was sieht cool aus, Leute? Was sieht cool aus? Hey, komm, wir machen das hier. Wir machen Kung Fu. Kung Fu. Ich will Kung Fu haben. Kung Fu! Gib mir ein... Ja, haben wir gekauft. Let's go. Ey, sieht richtig cool aus. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Runde und schauen uns Stumbleguys 2 nochmal richtig genau an. Ich will jetzt nochmal einen neuen Modus bekommen. Ansonsten Map aus Violet hier wieder. Ihr seht, komm, jetzt mal irgendein geiler Modus nochmal. Okay, wir haben jetzt hier Reader Run. Run, Bob, Run. Aber okay. Ich probiere jetzt hier schon mal ein bisschen besser durchzukommen auf jeden Fall. Aber also...
Ey, mir gefällt das richtig. Ich finde das richtig auch geil von der Grafik und so. Man kann auch Leute so festhalten hier. So, ich finde das echt geil alles gemacht. Aber ich finde es halt echt, also ich finde es ein bisschen fragwürdig halt, ob das ist halt echt schon brutal, Digga, mit so Kopf ab und Arm ab und so. Also ist zwar alles so, zwar so Cartoon oder animiert so, aber trotzdem irgendwie ein bisschen brutal, finde ich. Also schreibt mir in die Kommentare rein. Oh mein Gott, ey. Schreibt, wie gesagt, mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Aber ich finde es... Digga, hallo! Aber schreibt ihr gerne mal in die Kommentare rein, wie gesagt, was ihr dazu sagt. Ansonsten, Digga, mein Kung-Fu-Band hier ist richtig am rumwackeln. Ich fühle das. Und der eine hat mich gerade so komisch geschubst, Digga. Voll der komische Typ. Ey, jetzt hier nicht von den Bällen getroffen werden. Jetzt hier einmal drauf. Batz! Da drauf, Batz! Ah, Leute, man kann da gar nicht abkürzen. Ey, ich habe gedacht, man kann abkürzen. Hallo! Ich wollte abkürzen. Chill! Der erste ist schon qualifiziert. Ihr zweites. Ey, chill. Ich, hallo, ich wäre auch ins Ziel. Chill, wartet auf mich. Checkpoint. Digga, sind ja alle schon im Ziel. Hallo, ey, wartet mal auf mich. Ich wäre auch ins Ziel. Komm schon, ich wäre auch ins Ziel. Ja. Hier. Ey, ich habe ihn runtergeschubst. Oh mein Gott. Ey, nein. Nein. Ey, komm schon. Komm schon, du schaffst es. Du schaffst es. Ja, wir sind qualifiziert fürs Halbfinale. Let's go. Okay, Stage Complete, Leute. Wir können in die nächste Map reingehen. Sehr geil. Okay, Map-Auswahl lädt. Komm schon, jetzt bitte ein geiler Modus. Und. Ey, wir kriegen wieder Dart. Ey, sehr geil. Also Dart fand ich auch cool. Hier, man muss einfach jetzt hier so wieder... Ich hab's raus jetzt. Man muss nämlich jetzt hier so gerade... So, Batz! Ich hab's raus hier. Und auch direkt hier die 80 mitgenommen hier. Ihr habt's gesehen. Komm, Batz, jetzt hier direkt nochmal hier so, Batz, so eine 50 mitnehmen. Ey, diesmal habe ich den Dreh raus hier. Oh, wir sind ein bisschen tief, aber egal. 50, wir sind auf Platz 3. Alles gut, ganz entspannt. Okay, das könnte eine 100 werden. Schaffen wir die 100 vielleicht? Oh, 100, let's go. Wir haben die 100 gehittet, Leute. Bats. Jetzt hier nochmal hier so eine 50 mitnehmen. Zack. Muss ein bisschen weiter oben landen, glaube ich sogar. Boah, oh, perfekt, perfekt. 100. Ja, ey, eine neue. Ey, wir sind Platz 1 gerade hier. Was wollt ihr, hä? Batz. Hier, 100. Boah, voll in die 100 rein. Sehr geil. Okay, komm hier wieder nach oben in die Mitte. Batz. Oh, das sieht sehr gut aus. Das könnte eine 100. Boah, okay, nee. Wir sind gerade Platz 2. Das ist okay. Komm, wieder oben, mittig, zack. Das könnte eine 100 werden. 100 nach unten. Und wieder eine 100. Ey, ich habe den Dreh voll raus. Wir müssen hier einmal hier oben. Batz. Hier jetzt ein bisschen nach unten abspringen. Ja, egal. Haben wir gut gemacht. Wir sind Platz 1. Und ja, okay, das war aber jetzt voll der Fail gerade irgendwie. Oh, oh. Egal, nicht schlimm, Leute. Noch ein Jump hier. Batz, voll in die Mitte. 100. Jetzt nach rechts unten. Und ja, eine 70. Egal, wir sind noch auf Platz 1. Alles gut. Wir dürfen nur nicht rausfliegen. Das ist alles. Ja, jetzt ein bisschen nach unten. Schräg unten und... Ey, das war die 100, glaube ich. Das war, glaube ich, die 100. Wir haben sie noch bekommen, glaube ich. Komm, jetzt nach schräg. Ja, eine 60. Auch okay. Aber wir sind mit Abstand Platz 1 gerade. Also alles entspannt. Was war denn das, ey? Ich wurde gescammt. Ich wurde einfach gescammt gerade. Ich bin auf einmal Platz 3. Was ist denn jetzt los? Hä? Bin ich auf einmal Platz 3? Ey, ich bin auf einmal Platz 3 gewesen gerade. Letzten 10 Sekunden. Komm schon. Letzten 10 Sekunden. Jetzt hier nochmal. Boah. Batz. Nochmal auf Platz 2 hochgeboostet. Da möchte ich auch bleiben. Nein, Platz 3. Okay, aber egal. Wir sind qualifiziert. Alles gut, Leute. Wir sind qualifiziert. Gar kein Stress. Jetzt will ich hier aber ins Finale rein. Finale. Finale. Okay, die Map-Boss verliert. Komm, nochmal ein geiler Modus. Komm, gönn nochmal ein geiler... Oh, wir haben die Vulcano-Map. Das ist so dieses Lava-Land. Nur ein richtig krass, Digga. Oh mein Gott. Digga, wow. Die Grafik, Digga. Sieht voll geil alles aus. Oh mein Gott, ey. Das ist halt wie so Honeydrop-Lava-Land irgendwie. Alles in einem. Okay, hier kommen auch so komische Feuerbälle. Tschüss. Digga, wie geil ist das gemacht? Digga, das ist voll geil gemacht. Oh mein Gott. Ey, der ist richtig geil gemacht. Ey, wir dürfen auf keinen Fall in die Lava hier reinfallen. Ey, chill, nicht in die Lava reinfallen. Okay, komm, den müssen wir rausschubsen hier. Batz. Nein. Oh mein Gott. Wir dürfen auf keinen Fall hier rausfliegen. Chill. Ja? Sieht gut aus. Runterschubsen. Ey, ich will den runterschubsen. Nein. Oh nein, wir sind runtergefallen. Oh nein. Ey. Sehr geiler Modus, sah auch sehr geil aus. Also schreibt ihr gerne mal eure Meinung, wie gesagt, jetzt in die Kommentare, wie ihr das Konzept von Summer Girls 2 findet. Ich finde es sehr, sehr nice. Auch neue Maps, neue Modis. Halt, wie gesagt, ein bisschen brutal. Aber sonst, lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn das Video gefallen hat. Lasst doch gerne einen Kommentar, wie gesagt, da. Und abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.